Die nächste Frage, das haben Sie ja vorhin kurz angeschnitten. Während der Corona-Auflagen ist die ganze Stadt zusammengerückt. Wir erleben eine noch nie dagewesene Solidarität in der Stadt, auch in Erlangen. Es gibt viele Gesten, auch aus der türkischen Gemeinschaft. Welche Eindrücke haben Sie hier oder welche Beispiele? Ich habe es gerade schon erwähnt. Wir haben zum Beispiel Schneiderinnen und Schneider aus der Türkei, die in der Zeit Masken genäht haben und die gespendet haben. Ja, wir haben ganz viele Menschen, die sich einbringen und die machen auch keinen Unterschied. Die fühlen sich als Teil unserer Gesellschaft und nicht zuallererst als jemand, der aus der Türkei stammt und wollen hier was beitragen und was helfen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wir reden gerade ganz viel über Corona-Leugner und über Maskenverweigerer. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, auch wenn ich in unsere Polizeistatistik schaue, die überwiegende Mehrheit der Menschen, die macht mit und die hilft auch mit. Und die, also wenn wir Dinge aufbauen müssen, wie das Impfzentrum, das Testzentrum, wo wir fragen, sind Leute da und sagen, ja klar, ich helfe da mit, ich mache da mit, da engagieren sich Menschen, hauptamtlich wie ehrenamtlich. Ich glaube wirklich, wir tun gut daran, viel mehr über das zu reden, was wir gerade alles gemeinsam auf die Beine stellen. Und das ist wirklich eine Riesenleistung, die wir gerade stemmen als Gesellschaft. Wahrscheinlich die größte Leistung seit dem Zweiten Weltkrieg, die wir in Deutschland gerade stemmen. Und das tun wir richtig gut. Ja, über Details kann man immer streiten, aber wir tun das als gesamte Gesellschaft richtig gut. Und da sollte man, glaube ich, ja, ein bisschen mit mehr Stolz drüber reden, dass wir das so gut machen und uns auch ab und an gemeinsam dafür loben, dass wir das so tun und miteinander durchhalten, wohl wissend, dass es für uns alle nicht einfach ist.